Niederösterreich startet wirtschaftlich stark, politisch und auch innovativ in diese neue Woche. Denn es hat einen neuen Ort des technologieorientierten Wirtschaftens mehr. Neben den Standorten Krems, Tulln, Wiener Neustadt und Wieselburg bekommt nun auch Seibersdorf einen sogenannten Leuchtturm in der niederösterreichischen Forschungslandschaft. Ja, an diesem Montag wird auf dem Areal des Tech Campus in Seibersdorf eben das neue Technologie- und Forschungszentrum hier eröffnet. Und dieses, kurz gesagt, TFZ soll eben zur modernen Basis für überregionale Forschungsaktivitäten werden und somit natürlich auch zur Verbesserung der Standortqualität beitragen. Ja, so kurz vor Auftakt des Wahlkampfes der Volkspartei Niederösterreich kommt trotzdem Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner hierher, um eben diesen 17-Millionen-Euro-Bau feierlich einzuweihen. Seibersdorf hat ein neues Technologie- und Forschungszentrum. Welchen genauen Wert rechnen Sie diesem Zentrum jetzt zu? Es ist das fünfte in Niederösterreich. Also es ist das fünfte Technologie- und Forschungszentrum in Niederösterreich mit einem Wert von 17 Millionen Euro. Aber dieses Technologie- und Forschungszentrum soll einen Mehrwert bringen. Und dieser Mehrwert heißt Arbeit, neue Arbeitsplätze für die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher. Und dieser Technologie- und Forschungspark oder Zentrum ist sicherlich ein Leuchtturmprojekt weit über Niederösterreich hinaus, weil hier vor allem auch Drogentests gemacht werden, auch sehr viele Forensikuntersuchungen angestellt werden. Und da gibt es eben sehr viele Kunden aus dem Ausland, das heißt mit internationaler Reputation. Seit 2000 hat das Land Niederösterreich über 100 Millionen Euro in die Hand genommen, um eben solche Forschungszentren zu erbauen oder überhaupt zu investieren in die Forschung. Was oder wie blicken Sie in die Zukunft? Wie viel Geld ist im Budget noch vorhanden, um eben das weiterhin auszubauen? Also unser Ziel ist es, im globalen Wettbewerb wettbewerbsfähig zu bleiben. Und da braucht es die besten Köpfe. Und die besten Köpfe brauchen die besten Rahmenbedingungen, eben ein Technologie- und Forschungszentrum wie hier. Und uns geht es vor allem um die Vernetzung von Wissenschaft, Technologie und Wirtschaft. Denn das ist die Basis für neue Arbeitsplätze. Das heißt, die Investitionen, wie hier die 17 Millionen Euro, verzinsen sich vielfach. Noch eine letzte Frage. Sie haben ein neues Projekt schon angekündigt im Kloster Neuburg. Was können Sie uns genau darüber denn sagen? Ja, in Kloster Neuburg haben wir mittlerweile über 500 Forscherinnen und Forscher auf der Exzellenzuniversität, ein Institut, das mittlerweile auch weltweit bekannt ist. Und uns geht es darum, vor allem dieses wissenschaftliche Know-how auch der Wirtschaft zugänglich zu machen. Und deswegen auch direkt am Campus in Kloster Neuburg die Errichtung eines Technologieparkes, das heißt von Unternehmen, die dieses Wissen auch brauchen. Wie Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner es betont, stärkt eben diese Eröffnung des Technologie- und Forschungszentrums die ganze Stellung von Niederösterreich als Wirtschafts-, Forschungs-, aber eben auch als Arbeitsland. Ja, die Eröffnung ist damit nicht nur ein Erfolg für eben diese 60-jährige oder knapp 60-jährige Forschungsgeschichte hier am Standort in Seibersdorf, sondern vor allen Dingen für die Landeshauptfrau ein wahlkampfwichtiger Auftritt im Hinblick auf die Landtagswahlen am 28. Jänner in Niederösterreich.